Reiz, Birnbaum und Holastau, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Better Minecraft. Und mit dabei ist wieder kein Allesüchtiger, weil er nämlich heute es anscheinend für wichtiger gefunden hat, Fortnite zu spielen. Das heißt, ich werde heute mal eine Folge allein aufnehmen. Wuhu! Also mal wieder so oldschool. Und heute versuche ich mal, heute werde ich es erst in erster Linie mal einen Amboss bauen. Wie ging der nochmal? Der ging doch mit so Blöcken. Dreierlei. 1, 2, 3. Und dann ging der noch irgendwie so. Moment. So. Nee, andersrum, oder? So ging ein Amboss. Meine Minecraft-Künste sind etwas eingerostet. Das müsst ihr mir nachsehen. Ja. Da bitte. Geht doch. Okay. Das habe ich nämlich gemacht, weil mein Schwert langsam zugrunde geht. Oh, da ist noch Eisen drin. Und deswegen würde ich gern es upgraden, sozusagen. Versteht ihr, Leute? So. Ich habe zu wenig XP, natürlich. Ach, was ist denn das für eine Kacke hier? Essen brauche ich auch. Aber Leute, das ist gut, weil wir haben ja offscreen in der letzten Folge noch diese kleine Plantage hier gebaut mit Seeds, aber das ist nicht so wichtig und so relevant. Uff. Leute, heute habe ich mir vorgenommen, dass ich ein bisschen in die Mine gehen werde, um ein paar Erze zu sammeln und so. Aber davon muss ich noch... Warum liegt da Stein? Auf jeden Fall werde ich mir ein paar Erze sammeln, damit ich, keine Ahnung, Erze habe. Und wieder ein bisschen, weil ich das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe, über gewisse Themen reden, die mich so interessieren oder die mir passiert sind. Da habe ich mir schon im Vorhinein Gedanken gemacht, damit ich jetzt nicht den leeren Kopf habe. Und was ich mir überlegt habe, über Sachen zu reden, ist, ich war mal als ich 6 Jahre alt war, also schon vor langer Zeit, war ich auf Urlaub. Ich weiß noch, es war, glaube ich, in Italien irgendwo am Meer. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber es war am Meer. Und auf jeden Fall, jetzt kann ich kein Italienisch und damals konnte ich noch weniger. Meine Eltern haben gesagt, komm, geh doch in diesen Kids Club, das ist doch sicher nett, wo so Animateure und so Kinderprogramm ist. Und da denke ich mir, ja, sicher, ist cool. Am ersten Tag war es auch in Ordnung. Wir sind zum Meer gegangen, wir haben lustige Sachen gemacht. Nur dann war es halt ein großes Problem, dass ich kein Italienisch kann. Weil dann haben wir Fußball gespielt. Und es war kein normales Fußball. Es war anscheinend irgendein Fußball mit irgendwelchen speziellen Regeln, weil dort irgendwelche Kegel aufgestellt waren. Und der Schiedsrichter hat irgendwas auf Italienisch gelabert, weil er ausgegangen ist, dass alle Kinder Italienisch konnten. Ich will mich jetzt nicht beschweren, dass natürlich man muss halt damit rechnen, dass in Italien die Leute ihre Sprache sprechen, aber... Und dann hat er irgendwas gelabert von, keine Ahnung, was ich nicht verstanden habe, von Fußball, die Regeln wahrscheinlich, weil wo ich versucht habe, normal zu spielen, habe ich eine rote Karte bekommen. Ja. Ha. Super. Das war scheiße. Und deswegen, Leute, immer im Vorfeld, Gedanken machen, ob ihr auch genug die Sprache beherrscht, bevor ihr in irgendein Ding geht. Das ist eine Lehre, die ich auf die harte Tour lernen muss und es euch sage jetzt, damit ihr es auch nicht auf die harte Tour lernen müsst. Weil es war kein schönes Erlebnis, um ehrlich zu sein. Und danach, am selben Tag, haben sie uns in Minion-Kostümen verkleidet, das weiß ich noch genau. Und eigentlich wollte ich gar nicht ein Minion sein, aber ich konnte sie nicht sagen, weil ich konnte kein Italienisch. Deshalb haben sie mir einfach weiter angemalt, bis sie komplett gelb war. das war nicht schön, aber ja. Das war aber nicht so schlimm wie bei diesem Fußball, weil... Nee. Und über was ich noch reden wollte, ist...
an meiner Schule. Das wird ein Thema, über das kann ich jetzt stundenlang reden. Denn wir sind nämlich mit Abstand die schlimmste Klasse an der ganzen Schule. Das ist so schlimm, dass wir dreimal den Klassenlehrer gewechselt haben. Also auf jeden Fall. Der erste Klassenlehrer hat gesagt, der Klassenlehrer, den hatten wir 2 Jahre lang. Der hat so gesagt, hey, Kinder, ihr seid ja voll eigentlich nett so, aber nach 2 Jahren muss ich euch jetzt leider verlassen, weil ich an eine andere Schule gehe und dort sind die Kinder auch schon netter als ihr. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr einen netten Klassenlehrer bekommt nächstes Jahr. Und dann, nächstes Jahr, haben wir auch einen netten Klassenlehrer bekommen. Und was hat er gemacht? Nach 2 Wochen hat er einfach sein Amt, hat er jeden Lehrer gebettelt und gefleht, sein Amt zu übernehmen. Und dann ratet mal, wer es getan hat. Der strengste Lehrer, den es überhaupt gibt. Der strengste Lehrer, den wir ab sofort jeden Tag hatten. Und der hat dann so stramme Regeln gezogen, wie zum Beispiel nicht mehr aufs Klo gehen während der Stunde. Nicht mehr trinken während der Stunde. Nicht mehr lernen während der Stunde. Nee, das nicht, aber auf jeden Fall sehr blöde Regeln, die unter denen wir auch gelitten haben. Warum stirbt deine Kuh? Ja, und das ist einfach nur... Hast du mir gerade die Frucht gestohlen hier? Solche lästigen Viecher. Oh ja, auf jeden Fall. Das war die kleine Geschichte von unserer Schule. Weil inzwischen ist mein Kanal bekannt, auch bei Lehrern. Weil ich jetzt schon 5-mal im Unterricht angesprochen wurde vom Lehrer. Da ist es nicht, hey, mein Name, sondern hey, Tortrix. Und irgendwann werde ich mehr Tortrix in der Schule genannt als mein echter Name. Und das wird auch langsam komisch, meiner Meinung nach, aber damit komme ich klar. Das ist ja auch, was ich gewollt habe. Darauf lasse ich mich ein, wenn ich hier einen Kanal erstelle. Und Leute, findet ihr es besser ohne Allessüchtiger? Eine ganz ehrliche Frage. Oder mit Allessüchtiger? Will ich eure ehrliche Meinung hören? Weil, also, findet ihr die Videos besser, so wie früher, wo ich allein aufgenommen habe, oder so wie jetzt halt? Oder mit, weil Allessüchtiger hat ja jetzt gerade keine Zeit, der ist ja mit Unreal beschäftigt. Ja. So, Leute, ich habe das ja in der letzten Folge nur in einem, also die letzte Folge, boah, wenn ich das gerade aufnehme, jetzt ist gerade nur Folge 5 draußen. Ich war so faul mit Schneiden in letzter Zeit. Das ist schon fast traurig. Es tut mir auch leid. Aber ich hatte in letzter Zeit wenig Zeit und ich habe so viel vorproduziert. Jetzt produziere ich auch schon wieder vor. Was ist das denn? Ja, auf jeden Fall. Was ich euch noch zeigen wollte. Das hab ich nämlich in der letzten Folge nicht mehr aufgenommen, ist, dass ich auf jeden Fall hier das Nether-Portal hier angezündet habe und da ist jetzt noch, ja, da ist dieses, wie heißt es, Twilight Forest-Portal und das sind die beiden. Und da kommt das Aether-Portal hin. Sind wir wieder zurück. Und was liegt da? Achso, das ist mein Müll. Auf jeden Fall, was gibt's hier alles? Ich wollte ja in die Mine gehen, gell? Aber, ja. Cornel war ja auch schon in der Mine, also sollte das kein Problem sein. Aber vielleicht sollte ich bei Tag in die Mine gehen, wenn da keine bogenschießenden Zahaka da sind. Was ist das denn? Und ich kann ja auch mal ein bisschen über mich erzählen. Ich bin sehr interessiert an den Beatles. Schon seit 4 Jahren höre ich regelmäßig Beatles Musik und keine Ahnung, es ist schon fast... Oh! Da ist ein Skelett, es ist schon fast irgendwie... Keine Ahnung, ich höre das schon seit Jahren und ich hab mir nie was anderes gesucht. Es wird halt irgendwie nie alt und ich höre mich auch nie ab da. Und
Ja, ich finde auch die Lieder, nachdem sie sich getrennt haben, cool von John Lennon und Paul McCartney so. Und ich bin auch sehr interessiert an den 60er Jahren. Das war ja damals. Was? Das kann man werfen! Das habe ich gar nicht gewusst. Das kann man werfen! Warum habe ich das nicht früher probiert? Ach du Scheiße. Wie viel Schaden macht das? 7. 7 Attack Damage. Wie viel macht das, wenn es geworfen wird? Ich probiere es mal den Creeper aus, der da am Fenster gestanden ist. Ich versuche alle. Das ist jetzt nicht gerade echt passiert, oder? Beruhig dich. Okay. Wir holen jetzt unsere Sachen wieder und bauen das Loch zu, das hier reingesprengt wurde. Und hoffentlich ist das Haus nicht beschädigt worden. Och, Halleluja, das Haus steht noch. Und meine Sachen sind wieder da. Ich muss jetzt wieder meine Sachen equippen hier. Zack, der Ring, zack, das Ding. Und wo war eigentlich dieser Kescher? Der ist da, genau. Den tue ich wieder zurück an seinen Platz. Kurz Herzklopfen gehabt, ganz ehrlich. Das war krass. Das war gerade einer der Momente. Junge. Und was ich auch bemerkt habe, also ich spreche das nicht so gern an, aber ich habe bemerkt, dass die Zuschauerzahl ein bisschen nach unten geht. Deswegen wäre es cool, wenn ihr vielleicht ein Like da lassen würdet oder so. Oder vielleicht auch einen Kommentar schreiben. Das machen ja nur die treuesten. Damit es wieder mehr an Reichweite gewinnt, weil das letzte Video ist auch sehr mager ausgefallen. Ganz ehrlich. Und das letzte Video ist Folge 5, weil ich so dumm war und die Folgen die ganze Zeit vorproduziert habe. Ja. Ich habe nur noch diese Angel hier. Was mache ich mit der? Was mache ich mit der? Auf jeden Fall. Gehe ich jetzt noch in die Cave? Weil es ist ja Tag. Darauf haben wir ja gewartet eigentlich. Das wollten wir ja eigentlich machen. Weil. Wieso verbrennst du nicht? Weil ich ja immer von Sachen abgelenkt werde und dann komplett was anderes mache. Und dann irgendwann vergesse, dass ich das eigentlich machen wollte. Und dann. Ja. Gott sei Dank ist noch eine andere da. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Cave und versuchen irgendwie Erze zu finden. Ich werde euch hier eine kleine Timelapse einblenden. Leute, ich habe gerade so ein Achievement bekommen. Ich bin in der Katakombe. Was heißt das? Leute? Seht ihr das? Oh Gott, das ist voll creepy. Oh, oh Junge. Ich habe mich gerade echt erschrocken. Oh nein. Das sind Skelette mit Schwertern und Äxten. Verpieselt euch. Brunsti. Ich stelle mal zur Sicherheit einen Wavestone auf, damit ich schnell escapen kann. Katakombe. Durchatmen. Ich habe kein Essen. Ich muss den Spawner beleuchten. Nein, 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 nein. Das war gerade knapp. Das war ein guter Safe. Stirb. Ich muss wohl übelst Zombiefleisch essen.
So, Leute. Dieser Spawner ist geklärt. Da ist ein nächster Spawner. Nein. Das darf nicht sein. Geh weg. Mein Gott, Leute, das ist echt sehr gruselig hier. Ich weiß nicht, ob ich das weiter eingehen will. Oder ob ich hier... Gott sei Dank habe ich diesen Waystone gesetzt. Gott sei Dank, sonst hätte ich meine Items wahrscheinlich nie wieder bekommen. Oh, Leute. Leute. Oh! Das war knapp. Da muss ich später nochmal mit alles Süchtiger reingehen. Das war gerade sehr unschön. Huhuhuhu. Und mein Schwert wird auch mit... Ich muss es erstmal reparieren, Leute. Oh, Leute. Ich hab gerade echt Herzklopfen gehabt. Das war gerade echt creepy, um Himmels Willen. Ich weiß nicht, ob ich da einfach sensibel bin oder... Aber ich bin voll anfällig für sowas. Okay, Leute, wir haben jetzt diese Katakombe erstmal gesehen. Und ich werde da später nochmal mit alles Süchtiger reingehen. Und die wahrscheinlich clearen, weil da gibt es sicher gute Items. Okay. Dann würde ich mich erstmal verabschieden. Der Tortrix meldet sich ab. Habe die Ehre. Und ciao, Leute.